Herzlich willkommen in St. Nicolo, dem ältesten Haus von Saarstedt. Ich bin Matthias Fricke, Pastor in der Nikolaigemeinde. Ich freue mich, dass wir nach und nach viele Teile Saarstedts auch im Video festhalten und ja, man ein bisschen Heimatgeschichte studieren kann, zu Hause, so wie man gerade drauf ist. Hier, liebe Interessierte, schließt sich im Grunde ein Kreis. Ich stehe an der Osterkerze, die in jedem Gottesdienst brennt und uns von Ostern zu Ostern begleitet, beziehungsweise von einer neuen dann ergänzt wird. Und ich stehe vor der Krippe, denn wir haben die Adventszeit im Moment. Es sind noch nicht viele bekannte Figuren aufgetaucht. Das steigert sich von Sonntag zu Sonntag. Und ja, dann kommt der 24., der Heilige Abend. Für uns als Gemeinde eine verrückte Herausforderung, dieses Hauptfest, eines der Hauptfeste der Christenheit, unter Corona-Bedingungen zu feiern. Sie können sich das vorstellen, wir haben normalerweise Heiligabend in 4 Gottesdiensten ungefähr 1200 Menschen und haben aber im Moment nur ungefähr 80 Plätze statt 300. Also bieten wir mehr Gottesdienste an, fangen schon um 14 Uhr an, haben zwischendurch auch 15.30 Uhr bei der Alten Schützengilde im Garten einen Open-Air-Gottesdienst. Aber ganz entscheidend für die Planung und die Sicherheit ist 2020 kein Heiligabendgottesdienst ohne Eintrittskarte. Jetzt werden Sie vielleicht denken, der spinnt, der Pastor, aber wie wollen Sie das sonst gewährleisten, dass die Interessierten unter den Bedingungen von Corona zusammenkommen können und den Frieden Gottesdienst feiern? Wir wollen ja kein Hotspot werden. Also ich empfehle jedem regelmäßigen oder einmaligen Kirchgänger, besorgen Sie sich über die Homepage, erfahren Sie, wie das geht, Ihre Eintrittskarte.